Sehr geehrte Damen und Herren, werter Präsident, vielen Dank für die ruhige und doch bedächtige Diskussion zu dem Thema. Die Hoffnung, werte Frau von Angern, die hat die Linke in Thüringen geweckt mit dem damals aufgelegten Programm, was im Landtag abgelehnt wurde. Daraufhin haben einige hier in Sachsen-Anhalt ansässige Menschen Anträge in Thüringen gestellt auf eben so eine Prämie zur Wiedergutmachung. Diese wurden abgelehnt mit der Begründung, dass diese Zwangsaussiedlung nicht unter die Zersetzungsmaßnahmen fallen. Das als erstes. Als zweites wurden weitere Anträge auch abgelehnt, weil das nicht zu den Zersetzungsmaßnahmen gehört, werte Frau Innenministerin. Ich habe die Schreiben da vom Amt, wo das genauso drin steht, warum das abgelehnt wurde. Es tut mir leid, ist so. Wir haben hier mit Menschen zu tun, die in der letzten Abschnitt ihres Lebens sind, die viel Leid erfahren haben, die heute immer noch damit leben müssen, die stellenweise sogar noch den Beamten von damals begegnen und mit denen zusammengearbeitet haben nach der Wende, die dann nochmal einen extra Schub bekommen haben, einen Knick bekommen haben, weil sie diese Menschen gesehen haben und denen ging es weitaus besser als den Umgesiedelten. Ich bin nicht damit einverstanden, dass wir den Alternativantrag zustimmen, weil einfach in dem Fonds ist zu wenig Geld und es streiten sich jetzt schon zu, also es ist jetzt schon zu viel Bedarf an Menschen da, die diesen Fonds nutzen müssen und können. Es gibt, wie gesagt, 50.000 Euro für jedes Jahr 30 Anträge. Davon kann die Hälfte maximal beschieden werden. Das sind Wiedergutmachungen, Zuzahlungen zu Krankenkassenrechnungen für vergiftete Menschen, die in der DDR in Bitterfeld gearbeitet haben. Und das soll keine Konkurrenz sein. Das kann ich nicht, sowas möchte ich nicht. Die Leute sollen entschädigt werden oder eine Anerkennung bekommen für das Leid, was ihnen zugestoßen ist. Und das wäre wirklich schön gewesen. Dass es nun leider nicht so kommt, das tut mir sehr leid. Und ich möchte mich da wirklich sehr bedauern zu äußern.